So, Tag Nummer 1 nach meiner Reha in Bad Wildungen. Ja, es ist irgendwie ein sehr komisches Gefühl. Also, es ist jetzt 6:30 und ja, das Essen steht nicht auf dem Tisch. Nee, also es ist einfach, das Ankommen heute war irgendwie ganz komisch. Also, ich weiß nicht. Ich habe mich am liebsten ins Bett gelegt und Decke über den Kopf und ich war total demotiviert. Also, ja. Ein paar der Leute in Ausbildung fehlen mir natürlich schon. Und ja. Der einzige Lichtblick ist meine Freundin, die ich am Freitag sehen werde. Und ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so arg viel zu berichten. Ich war jetzt schon einkaufen. Ja, ich bin stolz auf mich. Kühlschrank ein bisschen aufgefüllt. Ausgepackt habe ich natürlich noch nicht. Ja, morgen werde ich dann Wäsche waschen. Heute war so, ja, das erste eigentlich, was ich gemacht habe, war das Bett frisch bezogen und Netflix. Ja, ich freue mich nächste Woche auf den Beginn meiner Wiedereingliederung. Ich werde mit 2 Stunden am Tag anfangen und ja, Sütja, Michael, Dominik, Simon, Benny. Ich freue mich schon riesig. Marco natürlich auch. Ja, ansonsten, der Weg hat sich heute echt extrem gezogen. Also ich bin ja mit dem Auto gefahren, also selbst. Bis ich dann mein Auto aus der Tiefgarage rausfahren konnte, musste ich erstmal 16 Euro in Münzgeld organisieren. Das konnte man leider in der Klinik nicht machen, weil die selbst ihr Münzgeld gebraucht haben. Und dann habe ich, oh, mir fällt gerade ein. Ich habe meiner Mutter ja deswegen ein Geschenk gekauft. Natürlich nicht nur deswegen, aber es hat sich schon angeboten und es muss ich auch noch geben. Gut. Wie gesagt, ich habe vor, das irgendwie jetzt weiterzuführen mit dem Videoblog. Natürlich nicht mehr jeden Tag, weil das hängt euch dann wahrscheinlich irgendwann zum Halse raus. Aber so einmal die Woche werde ich da jetzt mal gucken, dass ich da irgendwie was ja, in die Wege leiten kann. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das weitergeht, weil meistens sagt man so 2 bis 3 Tage braucht man, bis man wieder zu Hause ankommt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich heute Nacht schlaf. Schauen wir mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Das war's. Ciao.